One, two, three, four. Was ist in der Kiste? Ja, das. Ui. Los! Woo! Sie. Ich will wissen, was in der Kiste ist. Ja, ich glaube, die ist gut. Da sind so wenig Fragezeichen in der Performance, ne? Das ist so, sie weiß, wer sie ist, die singt ihr Ding. Keine Ahnung, was mit der Kiste passiert, aber... Ja, ich will das jetzt aber wissen. Knie. Emotions. Nein, erst wenn wir wissen, was in der Kiste ist. Was ist in der Kiste? Yeah. Dann aber fahrt jetzt! Was ist denn das? Was ist das denn? Hey! Hey, was ist denn das? Was ist das denn? Hä? Was soll denn das? Ja, ich weiß es. Machen wir eine Welle? Was ist es denn? Borussia, die Meisterschaft, das Ziel. Borussia, wir lieben dich so sehr. Borussia, schwarz-gelbes Fahnenmeer. Ole, jetzt kommt der BVB. Ole, jetzt kommt der BVB. Ole, jetzt kommt der BVB. Oh, das ist lieb. Jetzt kommt der BVB, ole, jetzt kommt der BVB. Yes! Oh ja, das ist anstrengend, oder? Das war richtig anstrengend. Fanliebe geht ans Eingemachte. Hallo, wer bist du denn? Ich bin die Sabrina Babylon, bin 31 Jahre jung und komme aus Halfa, das ist im wunderschönen Sauerland. Meine größte Leidenschaft ist Fußball. Unsere ganze Familie ist fußballverrückt und es gibt keinen Ausreißer irgendwie. Also wir sind alle leidenschaftliche BVB-Fans und da gibt es keine Alternative. Ich finde das immer ganz schön auch zu zeigen, dass man nicht unbedingt, dass man nicht in so eine Schublade gesteckt werden muss, sondern auch mal... als ein bisschen so eine Tussi auch mal Fußball spielen kann und Fußball auch leben darf. Vielen Dank für deine Performance. Selten war Performance und Gesang so weit auseinander wie jetzt hier. Ja. Aber du bist BVB-Fan, du lebst den Verein und ja, sehr. Die treffen ja auch nicht immer. Deswegen ist das ja an sich. Aber die Fanliebe, die war wirklich ansteckend und hol erstmal Luft. Es war so anstrengend. Ja. Hätte ich jetzt niemals erwartet. Im Stadion geht sowas, ne? Ja, scheißegal, da grölt man einfach mit und hört einen ja keinen. Und sag mal, wo stehst du denn, wenn du im Stadion bist? Bist du Loge Weißwein oder bist du Dosenbier Stehplatz? Dosenbier Stehplatz, ja. Also wenn dann natürlich auf der Süd. Ganz ehrlich, als ich das letzte Mal bei einem Spiel war gegen Dortmund, da ist mir bei den Dortmunder Ultras, da habe ich die nicht so in Erinnerung, wie du aussiehst. Ich habe gesagt, als die Kuppel unten war, es gibt keine Fragezeichen bei dieser Performance. Als die Kuppel oben war, kamen die dann ganz schnell dazu. Aber du strahlst, du bist ein glücklicher Mensch. Du hast sehr viele Freunde, die das total supporten, was du da machst. Deswegen machst du im Leben sehr viel mehr richtig als viele andere Menschen. Deswegen bleib auf genau dem Pfad. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Ich bin auf die Idee gekommen, einfach... weil ich es meinem Papa halt widmen möchte. Der ist halt vor längerer Zeit gestorben. Und von dem Moment an, als ich wusste, ich darf hier auf der Bühne stehen, da habe ich keinen anderen Gedanken verschwendet, als für ihn diesen Song zu singen, weil er hat mich zum Fußball- und zum Dortmund-Fan gemacht. Und das war einfach so mein Wunsch, für ihn diesen Song jetzt hier zu singen.